Schöner Trail, hat aber den Nachteil, man guckt auf den Boden und übersieht die Keltensteine. Also laut Karte sind hier 2 Keltensteine. Einen habe ich gefunden. Ja, ich war wieder zu schnell, wie der Kollege hier treffend konstatiert. Hier unten ist der zweite. Ja, so wie ich mir die Karte eingeprägt hatte, waren die beiden parallel zum Weg. Und dann habe ich natürlich wieder an der falschen Stelle gesucht. Jetzt habe ich endlich die beiden Keltensteine gefunden. Tja, warum bin ich nicht auf den bekannten Weg eingebogen und bin den Pfeilen gefolgt, die dann doch nur auf den Wildwechsel führten? Wer macht denn solche Scherze? Komme ich diesmal von der Seite an den Felsen ran. Puh, das sieht noch verlassener aus als das letzte Mal, als ich hier war. Ist echt zum Geheimtipp verkommen. Warum ist das Ding denn an? Das guckt doch in eine völlig falsche Richtung. Seltsam. Na, da hat aber einer Hunger. Ja, ich dachte, der Wanderweg wäre aufgegeben, aber sieh mal an, das Schild ist wieder aufgestellt worden. Letztes Mal lag das hier noch auf dem Boden. Ja, trotz Aufstellen des Schildes ist die Routenfindung in dem Bereich immer noch ein wenig knifflig. Hier ist es wieder klar wie Kloßbrühe. Weit und breit kein Verkehr, Bedarfsampel. Ich hab gedacht, brauchst du gar nicht drücken, läufst du so rüber. Und was macht die Ampel? Ohne zu drücken, schaltet sie grün. Hat den Bedarf selbst erkannt. Bitte beachten, keine Gartenabfälle. Restmüll, Sondermüll, Verpackungen, alles kein Problem, aber Gartenabfälle bitte nicht. Ja, der liegt schon länger da. Hier gibt es nämlich schon eine gut ausgetretene Umgehung. Und hier unten auch eine schöne Verfeinerung. Da ist der früher langgelaufen, der Bach. Jetzt läuft er über den Weg. Nette Idee. Nirgendwo bist du mehr sicher. Überall klauen sie dir die Räder. Ja, so ohne Wald hat man einen schönen Ausblick. Unter anderem auf die Wettkampfstrecke vom Stausee-Volkslauf. Und Eugenienstein und die Niedengener Felsen. Wer erinnert sich noch an den gesperrten Übergang hier? Gute Nachrichten, man kann wieder durch. Und hier gibt es ein Einhorn. Glaubt ihr nicht? Da ist es, das Einhorn. Ja, es wird mich nicht überraschen, wenn das hier in der Sackgasse endet. Ach, da hinten sehe ich schon ein Zäunchen. Ja, brauchen wir gar nicht weitergehen. Das ist wirklich nur eine Weidezufahrt. Ja, sieh mal an. Auch dieser Steg ist verschwunden. Interesting. Da war es ja gut, dass ich im Januar, als ich den Jörg auf der Nordeifel-Ultra-Strecke begleitet habe, dann da oben rumgeführt habe. Wir wussten ja hinten bei Zerkal der Steg fehlt, aber der hier ist auch weg. Ist das da ein intakter Steg? Fragt's nur, ob da auch ein Weg ist.
Das ist ein bisschen schmal, aber da unten ist es. So, mal reinlaufen und mal gucken, ob das irgendwo hingeht. Ich denke, es wird eigentlich nur auf die Weiden gehen. Das ist nicht nur eng zwischen den Zäunen, sondern auch zugewachsen. Und ein Stück kommen wir noch weiter. Ich dachte, es wäre einem Wildwechsel geendet. Aber hier scheint... Ach, das ist ein Ballon. Der ist hingeflogen. Das erklärt, warum hier Müll liegt. Denn ich glaube nicht, dass außer mir, Idiot, einer auf die Idee kommt. Und wo ist das, was ich als Steg gesehen habe, jetzt geblieben? War das eine optische Täuschung? Also Fata Morgana gibt es nicht nur in der Wüste. Ich habe hier einen Steg gesehen, wo gar keiner ist. Naja, kleine Abwechslung, ein bisschen Plogging. Hat sich der Abstecher ja doch gelohnt. Oh, den Steg bilde ich mir nicht ein. Die dritte Qualquerung, dann endlich mal trockenen Fußes. Naja, viel Wald zum Kaputtmachen ist ja nicht mehr da. Da können wir mal gucken, ob das irgendwo hinführt. Es muss irgendwo hinführen, sonst wäre hier ja keine Markierung. Und dann trinken sie noch nicht mal aus. Warum jetzt mit Müll markiert? Naja, dann gehen wir runter auf den Weg. Ja, sollen wir noch einen zweiten Versuch wagen? Ich glaube, der geht hier nur parallel ein Stück oberhalb und endet dann auch irgendwo. Vergewissern wir uns mal. Ja, das war ein kurzes Vergnügen. Also wieder runter. Ah, der Weg war das, wo hier der doch nicht ganz so geheime Pfad noch runter geht. Ja, dann nehme ich den jetzt nach unten. Ja, die Fichte haben Humor. Kommst du da vorne aus dem Wald auf den Weg, hier auf die Straße, und dann machen die hier dicht. Ja, ich habe den Trailschuh an. Ich kann auf den Parallelweg wechseln. Okay, der Hang war nicht gesperrt. Ich interpretiere das jetzt alles mal auf meine Weise. Kommt meine Bullshit-Allergie wieder heraus. Da komme ich ja doch auf die Baustelle drauf. Aber da, wo ich gegangen bin, war kein Schild. Also die Fichte haben echt Humor. Das ist doch ein Fußgängersteg. Anscheinend extra als Ersatz, und da führt das in nichts. Eine seltsame Art von Humor haben die hier. 16.04.2023, der Filvo ist in Vecht und folgt dem Wanderweg rund um Vecht. Würde sich das Ziel meiner Sonntagsrunden nicht immer so wahnsinnig kurzfristig spontan ergeben, hätte ich mich natürlich hier drauf vorbereiten können. Aber wo ich jetzt spontan drauf gestoßen bin und die Idee erst gerade gekommen ist, müssen wir halt diese Wandertour Dokumentation aus dem Stegreif improvisieren. Ja, von dem Einstiegspunkt, den ich auf meiner Sonntagsrunde jetzt erwischt hatte, geht es erstmal ein ganzes Stück bergauf. Vor uns liegt jetzt das offenere Gebiet des Schlangenberges. Wunderschönes Ausflussgebiet. Natürlich noch schöner, wenn man vernünftiges Wetter hätte. Ich habe mir hier prompt wieder Scheißwetter ausgesucht. Ah, unser Weg biegt hier links ab. Ach, das offene Gelände wird wirklich nur gestreift.
Aber bei Bedarf kann man ja eine Extraschleife dranlegen, wenn man da rein. Ich bin mir nicht sicher, wie lang die Strecke ist. Irgendwo im 10er-Bereich. Vielleicht aber auch nur 8,5. Wenn es mir am Ende gelingt, es auszurechnen, sage ich es euch an. Ansonsten blende ich es als Text ein. Das ist jetzt die dritte Markierung, wo der Weg nicht mehr mit drauf ist. Das heißt, ich werde euch die Distanz einblenden müssen, denn jetzt laufe ich erstmal wieder zurück hinten zu dem Abzweig, wo ich zumindest kein Schild gesehen habe. Das fängt ja gut an. Was habe ich übersehen? Da sind wir hergekommen. Seht ihr ein Schild? Wo ist das Schild rund um Ficht? Ja, dann hat es wenig Zweck, euch den Wanderweg heute zeigen zu wollen. Da muss ich jetzt doch ein bisschen planen und mir doch die Karte ausdrucken. Naja, dann machen wir das ein andermal. Dann bleibt es heute bei einer normalen Sonntagsrunde. Ja, der Weg ist auch schon mal uriger als unten der. Wobei es jetzt langsam, aber sicher auch halbwegs plausibel wird, dass ich unten doch richtig war. Aber es ist natürlich irritierend, wenn alle anderen Wege ihre Markierung wiederholen und der Weg offenbar nur an den relevanten Kreuzungen ausgeschildert wird. Ha, okay. Jetzt sind wir mitten im Wald, jetzt bleiben wir da auch. Aber hier muss ein Weg sein, denn hier ist schon freigeschnitten. Ja, ich weiß, ihr wollt mich jetzt auslachen, aber es waren, zumindest bis hier oben, Bäume durchgesägt, waren noch Hufspuren zu sehen. Ist er mit dem Pferd jetzt extra nur hier raufgeritten, um mich zu verarschen? Was ist das dann? Ah! Kann keine Sackgasse sein. Da sind Fahrradspuren. Dann kommen wir auch irgendwo wieder raus. Ja, wir haben ja schon unten im Ort festgestellt, die Fichter haben Humor. Die setzen hier Pferde und Fahrräder ein, um mich in eine Sackgasse zu lenken. Raffinierte Öster sind das. Gehen wir doch besser hier rum. Da sind nicht so viele Stolperfallen. Gehen wir bis auf den Knipp da vorne und dann gucken wir mal weiter, in welche Richtung wir uns weiterkämpfen. So, jetzt gewinnen wir wieder ein bisschen Überblick. Da haben wir doch schon wieder einen Weg. Wunderbar. Blick ins Fichttal. Endlich erwische ich es mal mit der Kamera. Ohne dass sie direkt weggelaufen sind, bis ich die Kamera raus habe. Jetzt guckt er dumm. Jetzt wird es ihr zu bunt. Der zweite haut auch ab. Das ist ein Weg, ne? Ja, ist aber auch. Da sind Fußspuren. Keine Einbildung gewesen. Hier ist geht der Weg weiter. Ja, natürlich eine hübsche Ecke. Der Streckenzustand wird graduell schöner. Na, worauf läuft das wohl wieder hinaus? Zu früh gefreut. Die Spuren gehen weiter. Das heißt, es führt irgendwo hin. Ja. Noch geht's weiter. Fragt sich nur, wohin. Das war dann wieder mal so eine verarscht den Filvo-Spurenlegung oder was? So, es geht noch weiter. Nicht täuschen lassen. Wann immer ich irgendwas moderiere, werde ich sofort des Lügens bestrafen. Ach du Scheiße. Dann versuchen wir es doch da unten. Ja, da haben wir das schöne Fichttal. Unten ist auch ein schöner breiter Weg. Und das hier
ist kein Weg. Ich schätze mal, dann machen wir mal einen, dann gucken wir, ob wir unten auf den Weg kommen. Das war der einfache Teil. Da unten ist der Kiesweg. Mal gucken. Na ja, das geht ganz gut hier. Das ist der Hohenfilvo ist, ist auch ein Weg. Falls sich einer wundert, warum der Parkplatz so schön leer ist und der ATG-Lauf einen anderen Start hat. Deshalb. Aber zu Fuß gut zu bewältigen. Das Schild ist neu, das war noch nicht da, als ich das letzte Mal hier vorbeikam. Und das hat ja gut genutzt hier. Ja, auch das sah anders aus, als ich das letzte Mal hier war. Aber zwischenzeitlich hatten wir ja mal eine Flut hier. Dafür sind die Schäden aber relativ begrenzt, würde ich sagen. Zumindest an der Stelle. Ja, sowas lassen wir Sackgassen-Skeptiker und Trailläufer uns doch nicht zweimal sagen, oder? Vorerst Business as usual. Noch keine besonderen Vorkommnisse. So, kommen jetzt die Flutschäden. Wird's jetzt spannend? Nö. Ganz normal wie immer. Ist das alles? Soll der Zettel da hingehangen haben, nur für das eine Ding hier? Ja, war jetzt ein bisschen enttäuschend, würde ich sagen. Von der Beschilderung hätte ich mir mehr erhofft. Das wieder, war wieder nur ein kurzes Vergnügen. Das sieht nach Höhenmetern aus. Gehen wir mal nach oben, da wird wieder ein Weg sein, schätze ich mal. Scheint doch ein Weg zu sein. Wenn ich jetzt hinter jeder Biegung mit einem Lebkuchenhaus rechnen. Ach, wieder was wie ein Weg. Uff, kein Lebkuchenhaus, keine böse Hexe. Kam mir doch gleich merkwürdig vor für ein ausgebaggertes Untergeschoss. Das ist ein Bunker. Und gleich noch was, was du von der Straße gar nicht siehst. Hier, was sind das? Kalköfen oder was war das? Ja, ich glaube, irgendwie so was in der Art. Wie sind das hier? Kupferländle. Schmelztiegel hier. Das siehst du natürlich nur, wenn du jetzt irgendwann mal so eine Straße am Rand hochgehst. Ja, das geht dann wohl doch nur zum Steinbruch. Dann werden wir wohl heute doch noch mal durch die Ficht müssen. Da hätte man vielleicht auch das Ja dazu schreiben sollen, denn das ist ja schon seit Jahren gesperrt. Das passiert mir zum zweiten Mal. Jetzt schon wieder ein Einhorn gefunden. Eigentlich wollte ich ja geradlinig meine Route laufen. Da hat die Kamera nur rausgenommen, um eine Sprachnotiz zu erstellen. Aber das sieht doch nach dem Weg aus, oder? Folgen wir der Trassierung mal. Das sehe ich schon. Hier komme ich langsamer voran als unten. Ja, die Hoffnung, dass es jetzt besser wird, erfüllt sich vorerst wohl nicht. Ja, wo das wohl auskommen mag. Oh yeah. Dann nehme ich eine Alternative da an dem freigesägten. Kommen wir wohl besser durch. Sieh an, da ist wieder ein Weg. Und das könnte mal ein Trampelpfad gewesen sein. Interessant. Was ist hier alles für verschollene Pfade gibt. Der hier ist sogar laufbar. Eieiei. Ich bin auf demselben Weg. Der macht hier eine Serpentine. Also rauf.
Ah, ich habe so meine Vorstellung, wo ich hier auskomme. Ganz verirrt bin ich noch nicht. Würde mich nicht wundern, wenn ich hier irgendwann schon mal runtergekommen wäre. Denn in der Gegend bin ich schon mal irgendwo einen Weg darunter gefolgt. Das sind aber keine Wildschweinspuren, ne? Das ist eine Reifenspur. Das heißt, dann ist hier auch ein Weg, dann kann ich hier auch laufen. Und wie ich sehe, das ist genau die Ecke, an die ich gedacht hatte. Ja, dann bin ich hier schon mal in umgekehrter Richtung vor langer, langer Zeit entlang gekommen. Und das ist so lange her, da gab es diese Einbahnstraßenregelung noch gar nicht. Da drüben ist ein Schild. Ja, da müssen wir da mal hin, um zu gucken, was da drauf steht. Denn hier ist kein Schild. Also von hier ist Betreten verboten, von da oben darf man rein. Das ist keine Rechtsberatung, muss ich jetzt als Disclaimer anfügen. Weil dazu bin ich ja nicht berechtigt, aber so sieht es für den Laien aus. Ich wollte eigentlich ja in die Richtung. Aber hier ist doch auch noch ein Weg, den ich noch nicht kenne. Ja, müssen wir wieder die Pläne ändern. Da ist wieder der normale Weg und hier verwildwechselt es sich ein bisschen. Ich glaube, ich kann wieder zurück auf meinen ursprünglichen Plan gehen. Das ist hauptsächlich Zugang zum Hochsitz. Da ist eine Fütterung. Ja. Gut, aber da haben wir das auch erkundet. Dem Vernehmen nach soll das ja momentan aktuell sein. Und der Tourismus scheint dafür zu sprechen. Das war's? Oder habe ich schon aufgeräumt? Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, das Sperrschild da hinten, das war das runde, weiße Schild mit rotem Rand. Das bezieht sich doch auf Verkehr, wenn ich mich nicht irre. Da war kein Fußgänger drauf, da war kein Fahrradsymbol drauf. Demnach ist es ja nur für Fahrzeuge gesperrt, oder? Was sagt der Verkehrsrechtsexperte dazu? Ach, guck mal, hier ist noch eine Kleinigkeit. Ja, dass hier Steinschlaggefahr ist, das ist ja nichts Neues, ne? Es ist hier halt ein ziemlich steiles Ufer. Die einen nennen es unverantwortlich, wenn Trailrunner Beschilderungen missachten. Trailrunner nennen es Medienkompetenz, indem sie Meldungen verifizieren. Also wenn hier jetzt so ein paar Steinchen abplatzen, dann nennen wir das nicht Erdrutsch. Erdrutsch ist, wenn von da ganz oben bis hier unten alles voll und unpassierbar ist, dann ist das ein Erdrutsch, dann ist das Lebensgefahr. Aber wenn hier am Rand mal ein paar Steinchen abbrechen, und wer sagt, für Sitzbänke braucht man gerade gewachsenes Holz? Da wird Zeit, dass ich unten auf den Weg komme. Das ist ein bisschen beschwerlich hier oben. Da kommt zwar wieder eine Kreuzung, aber es sieht ein bisschen suspekt aus. Deshalb nur fürs Protokoll. Da unten war keine Sperrung. Nichts mit Ruhezone, nichts mit Durchgang verbotener Tupac-Eifel. Ein Weg, zwei Weg, drei Wege. Ich wollte noch ein Stück in die Richtung. Wie gesagt, nicht gesperrt. Mir deucht,
Wir haben hier Einbahnstraßenregelung. Von da darf man nicht rein, aber von der anderen Seite durfte man. Was ist denn das da vor uns? Das ist wieder ein Weg. Siehst du, hier darfst du auch rein. Siehst du, von dem Weg hier. Ja. Manche darf man nicht. Manche nur in eine Richtung. Ui, das könnte eine Schneise gewesen sein. Hier wird's trampelpfadig. Hier sind zwar Zivilisationsspuren, aber gucken wir mal, dass wir wieder da oben auf den Weg kommen. Damit wir ein paar Kilometer schaffen. Ja, in die Richtung wollte ich jetzt nicht zurück, aber das ist auch ein Weg. Zumindest der Horde Rehe, die da vorhin reingelaufen sind. Die ich blöderweise natürlich wieder nicht vor die Kamera gekriegt habe. Der ist gesperrt. Sollen wir hier schon runter? Schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Ah, okay. Das war eine Abkürzung auf dem Parallelweg. Nicht so schnell die Kamera wegstecken. Da ist wieder ein Weg. Und der ist auch frei. Dann gehen wir noch ein Stückchen weiter hier am Hang. Ist auch ein bisschen beschwerlich. Ja, der Erdhügel kam mir suspekt vor. Und es ist tatsächlich etwas Gebautes. Aber wir nehmen jetzt den Trampelpfad. Ja, wenn wir statt an der Straße lang hier den Weg hinten rum nimmt, deckt man noch was. Da können wir mal die Kamera reinhalten. Ob man was sieht. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Zuletzt hatten wir die Bilder von der Flut. Heute begutachte ich mal die Neugestaltung an Zusammenfluss von Urft und Olef. Das hatte man ja schon vor der Flut begonnen. Und warum man bei Kindern auf gesunde Ernährung achten sollte. Das ist auch noch ein Weg, ne? Viel weiter als bis zu den Stufen hat sich wohl lange keiner vorgewagt. Das sieht nicht sehr frequentiert aus hier. So langsam kriege ich eine Vorstellung, warum. Das Sack kassiert da an der Straße. Wissen wir das auch? Qual der Wahl. Laufe ich an der Straße oder gebe ich die Höhenmeter auf, um auf den Weg zu kommen? Ja, die Höhenmeter habe ich wohl umsonst abgegeben. Das führt mich auch nirgendwo weiter. Dann orientieren wir uns nach Himmelsrichtung. Ist das museumsreif? Gibt es die Marke noch? Denn das liegt schon länger hier. Ist zwar immer blöd, an der Landstraße rumgehen zu müssen, aber diesmal hat es sich gelohnt. Ja, ohne Stativ kann ich natürlich nicht posten, simulieren. Aber so ein bisschen haben wir es an Fliesen gekriegt.